Guten Tag, heute ist der 12. Entschuldigung, ich muss immer hüsteln, das ist bei jeder Präsentation. Irgendwie muss ich mich da erstmal freisprechen. Also heute ist der 12. Mai und endlich scheint die Sonne, endlich kann ich eben meinen Blog mit Sonne machen. Und zwar geht es um ein Thema, das mich schon lange, beschäftigt. Und zwar ist es so, dass Make-up im Sommer einfach ganz, ganz anders aussehen muss und kann als im Winter. Ich war jetzt gerade in Mallorca und habe einen Umzug gemacht. Und wie man weiß, alle Leute, die an der frischen Luft arbeiten, werden braun. Und für meine Verhältnisse bin ich Dunja Reiter braun. Ja, also ich bin braun geworden und das gefällt mir auch. Und jetzt ist natürlich die Frage, welchen Lippenstift trage ich dazu? Und wir haben aus der Linie Jane Iredale drei fantastische Farben. Und ich würde gerne die Farbe vorschlagen. Also es geht um, Momentchen. Oh Gott, jetzt habe ich wieder keine Brille. Sekunde, ich bin gleich wieder da. Brooke und die zweite ist, genau, ich hab schon einen Blog gemacht mit Deborah oder mit Sharon und das ist eine Art, ja, etwas ins Korallfarbene gehend und ich habe jetzt Melody ausgesucht und das trage ich auch. Und zwar geht es darum, ab einem gewissen Alter, es könnte bei einer Frau 35 sein, bei der anderen 45, merkt man, dass die Lippen nicht mehr diese Festigkeit und die klare Kontur der Jugend haben. Das ist so. Auf jeden Fall ist es so, dass ich festgestellt habe, mit Jane Iredale Lippen wären die Lippen voll, also das heißt nicht riesig, sondern nicht Mick Jagger, sondern sie wären einfach voll, weil sie nicht trocken wären. Das heißt, sie werden befeuchtet und diese Feuchtigkeit bleibt in der Lippe. Sehr oft ist es so, dass die Lippenstiftfarbe eben dann irgendwann ausfranst. Also essen kann man sowieso nicht mit Lippenstift, obwohl mit diesem schon, das ist sehr interessant. Also ich werde jetzt erstmal den Beige-Ton. Kleiner Fussel. Gut, also ein bisschen albern komme ich mir schon vor, aber ich möchte es jetzt auf jeden Fall zeigen. Ich habe also die gleiche Farbe auf die Wangen gegeben und das ist bei jedem unserer Lippenstifte wirklich angebracht, weil das ist eine fette Farbe, fett und rosig und etwas schimmernd und dadurch kann ich in diesem für mich wirklich braunen Gesicht, man muss nicht denken, dass braun, dass man deswegen auf Rouge verzichten kann, im Gegenteil. Und also die Lippen werden weich und voll. Also im Gegensatz zu vielen Lippenstiften, die uns die Lippen trocken machen und kennt ihr das, wenn man so Krusten runterholt? Also das ist auf jeden Fall bei Jane Eyre der Lippenstift nicht der Fall. Die Lippen werden wunderschön und wir haben jetzt für den ganzen Sommer einfach frische, schöne Farben. Jetzt geht die Sonne wieder weg, aber ich habe genug Licht hier im Studio, um fertig zu arbeiten. Das ist mein Privatatelier. So. Also das war es ein. Und das andere ist, dass man, also dass ich zum Beispiel gerne, wenn es warm ist, Hochfrisuren trage. Und dass ich finde, Hochfrisuren, das ist immer so eine Geschichte. Ich habe einen sehr kleinen Kopf, klein, aber klug, ja, oder was immer. Also ich denke viel, obwohl ich einen kleinen Kopf habe. Und auf jeden Fall ist es so, dass viele Frauen, so wie ich, gerne Hochfrisuren haben möchten, die aber aussehen, als ob man sich die irgendwie mehr oder weniger zufällig gemacht hat. Und ich drehe mich mal um. Ja, also so. Die kleinen Haare, die unten rauskommen, wenn man kurze Haare hat, die mache ich ganz mit einer ganz ordinären Klammer. Und ich würde jetzt gerne zeigen, wie diese Hochfrisur
mit Hilfe von meinen Sea Waves gemacht worden ist. Also, die Idee der Sea Wave Klammer ist, dass man die Haare dort, wo man sie hochhaben möchte, ich zeige das jetzt nochmal, ja, einmal so und verteilen. Also wichtig ist das Verteilen und das Auseinanderziehen. Also ich mache das die eine Seite von oben, die andere Seite von unten. Eigentlich weniger wegen dem Stiel, weil die Form macht es so oder so. Und dann nehmen Sie einfach die Haare und ziehen es ein bisschen auseinander. Und dann hat man so eine Art Wuschelkopf, der gar keine, also wo man gar keine Klammern haben muss. Ich kann das natürlich, ich habe jetzt keinen Spiegel hier, sonst würde ich das natürlich alles nochmal vorführen. Also ich habe die Haare jetzt relativ kurz bzw. sehr stufig schneiden lassen, weil es mir wichtig war, dass die Haare, die nachwachsen, ich habe ja erzählt, dass ich Haarausfall hatte, dass ich die Haare, die nachwachsen, dass die irgendwie gesund sind, gesund und stramm. Jetzt mal gucken, was ich hier angestellt habe. Also, einer der Vorteile der Sea-Wave ist, dass Sie die Haare hochstecken können, ohne dass Sie hinterher eine außerirdische Frisur haben. Wissen Sie, was ich meine? Wenn man so kleine Nadeln macht, so, ich kenne das vom Theater, dann hat man so, sieht aus wie eine explodierte Matratze. Das ist also bei Sea-Wave eigentlich überhaupt nicht der Fall. Also, man kann relativ einfach die Haare beliebig, auch mit einer, so, also, dann wird es aber sehr eng, also zwei sind immer besser, ganz einfach, weil man mit zwei Klammern mehr Volumen erzeugt. Die Idee war ja, das glaube ich ist jetzt schief gegangen, aber gut, die Idee ist einfach, das ist natürlich, wenn Sie längere Haare haben, noch viel, viel effektiver. Die Idee ist, dass man durch die Wellenform das Haarvolumen vergrößert. Also statt einen kleinen Pferdeschwanz zu haben, hat man so eine Art Chignon. Also ich mache eben die Haare gerne aus dem Gesicht. Ich habe hier jetzt so ein paar Strähnchen gemacht, weil ich im Lauf der nächsten Monate auf jeden Fall graue Strähnen kriegen werde, weil ich für das Theaterstück, das ich in Linz spiele, Funkende Geister, möchte ich eben gerne so eine graue Strähne haben. Ich spiele eine Hellseherin, nicht, dass die alle graue Strähnen haben, aber ich denke mir, dass es ganz schön sein könnte mit grauer Strähne. So, also das heißt, wir haben jetzt eine im Prinzip strenge Frisur, wo aber die Haare nicht so am Kopf pappen. Und bei den Klammern ist es so, dass sie beliebig noch etwas rausziehen können, wenn sie wollen. Also wenn man so eine kokette Locke noch haben möchte oder ganz streng aus dem Gesicht. Der Griff der Klammer ist so, dass man einzelne Strähnen rausholen kann, ohne dass das Ganze kollabiert. So, ich hoffe, dass es jetzt einigermaßen zu sehen war. Und weil es gab einige Frauen, die haben die Sea Waves gekauft. Bei uns gibt es jetzt, ich habe noch so einen Restbestand bei mir im Keller gefunden mit allen möglichen wunderschönen Farben. Es sind auch kleine Booklets dabei. Natürlich gerade so eine fast ganz kurze Frisur, da finde ich die Haarklammern sehr gut. Aber bei langen Haaren, Sie können natürlich, das habe ich ja früher bei Teleshopping an der Beate Almer gezeigt, dass man die wunderschönsten Chignons, also Knoten machen kann, die man nur mit einer Nadel festhält, indem die Basis eben diese Klammer sind. Ich drehe mich jetzt nochmal um zu zeigen, also warum es an der Basis sitzen muss. Okay, gleich. So. Also hier, das meine ich mit Basis. Also nicht irgendwie die Klammer so, dass man sie sieht. Das Wichtigste und das Schönste ist eigentlich, Sie können sie übrigens auch schräg nehmen, ist, diese Form muss am Kopf entlang, das war überhaupt, das ist mein technisches Erfinderpatent, das heißt, Sie können natürlich auch zum Beispiel, wenn Sie eine Seite, das mache ich jetzt auch manchmal, also eine Seite offen, kein Mensch ahnt, wie das aussieht, ich gucke nochmal nach, oha, okay, meistens stehen die Haare, aber Sie wissen, was ich meine, wenn Sie so ein bisschen so eine offene 50er Jahre Frisur haben möchten, aber auf der einen Seite, ich finde immer ganz gut aus dem Gesicht,
uns gesagt, damit kann man so eine Art Lifting, also es hebt das Gesicht. Genau. Also das war jetzt sommerliches Make-up, schöne jugendliche Lippen, wo die Farbe nicht abfällt, mit Jane Eyre mit 3 verschiedenen Farben. Genau. Sharon ist eine davon. Ah, gut, das werden Sie ja sehen, wenn Sie einkaufen. Die Lippenstifte sind nicht billig, aber sie sind, also ich habe welche, die habe ich schon seit 2 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob man das soll, aber das ist ziemlich toll. Gut, und auf jeden Fall kann man auch mit kurzen Haaren eine Hochfrisur, und da ist einfach die Klammer sehr, sehr wichtig, weil, aber das kann man nur mit, was ich, sinnliche Klugheit oder Klugheit der Sinne. Sie müssen einfach genau fühlen, wo, also ich weiß zum Beispiel, dass ich hier, also das ist für mich wichtig, hinterm Ohr muss das Haar gehoben werden, weil ich habe diese Gesichtsform und da ist es, geht es einigermaßen, ne? Das geht schon. Also Sie sind ja nachsichtig mit mir, glaube ich, weil Sie wissen, ich mache das alleine. Bald werde ich diese Sendung mit Kameramann und im Studio machen und dann ist es aus mit der Lockeren. Dann werde ich wieder, nein, ich werde immer versuchen, locker und ehrlich zu sein. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist meine Stärke und das ist mein einziger Schatz. Okay, Wiedersehen.